So. Dann geht es weiter nach. Da waren wir gerade. Hier. Zack. Dreh dich um. Zacka. Hey Lady. Hallo, wie geht's? Möchtest du Möchtest du handeln? handeln? Ich freue mich ja schon mal so ein bisschen aufs Kochen, ne? Auch wenn wir jetzt von den Kräutertränken nicht so viel haben. Wir müssten rein theoretisch jetzt nochmal so eine Kräutersuche machen, aber bin ich gerade so weniger motiviert. Weiß nicht, wie es euch geht. Oh, normalerweise nehme ich immer die andere Bushaltestelle. Jetzt muss ich glaube mal erstmal orientieren, wo hier der Stern ist. Normalerweise komme ich mir von vorne durch die Brust ins Auge. Obwohl der Weg hier, glaube ich, kürzer ist, ne? Irgendwie. Na gut. Hallo, kann ich helfen? Ja, Möchtest möchtest du du handeln? handeln? Na, aber auch nochmal Milch. Wenn das hier hinten dichter ist, dann gehen wir natürlich hier hin. Zur Bushaltestelle. War das denn hier? Da. Ja, das ist tatsächlich dichter. Warum habe ich denn immer die untere genommen? Weiß ich auch nicht so genau, ne? So, ab zur Schanze. Da, wo unser schöner Traktor für 90.000 steht. Dum, dum, dum. Hallo, mein Freund. Hallo, komm näher. Ich bin mir sicher, dass du etwas Oh. findest, das dir gefällt. Möchtest du Oh. handeln? Nein, möchte ich nicht. Du hast nur Milch für mich. Du hast nur Milch für mich. Ich muss einmal ganz kurz. Eine WhatsApp loswerden. So. Dann haben wir tatsächlich alle, bis auf die bei uns beim Berg, ne? Da sind wir ja dann. Da müssen wir hoch. Ich weiß, dass hier oben bei der Schanze auch ein Laden ist. Aber der hat tatsächlich nichts für uns. Dementsprechend muss ich da jetzt nicht hochrennen. Aber hier werden wir hochrennen. Das machen wir rucki-zucki. Dann haben wir tatsächlich schon wieder eine Nacht geschafft. Das heißt im Klartext, unsere Bretter sind ja dann auch bald fertig. Wir waren vorhin bei 45. Ja, ich mache hier den Kraxelhuber. Hallo. Hallo, kann ich helfen? Möchtest du handeln? Ja, wir brauchen Milch und Eier, bitte sehr. So, dann denke ich mal, haben wir alles eingekauft für einen gemütlichen Kochabend. Und dann gehen wir den ganzen Kladderadatsch wieder verkaufen. So. Welcome back, liebe Grit. Wir machen einmal Kräutershampoo für 200. Und viermal
Hautlotion. Das macht summa summarum schon mal 1000 Flocken. Ich glaube, das ist ganz gut. So, bei den Kochbüchern, ja, da sind wir jetzt ein bisschen... Förster Auflauf für Paprika, siehste. Das ist ja das, was die Lavisine immer gesagt hat. Da haben wir Pilze, Zucchini, Paprika drin, ne? Das könnten wir machen. Försters Auflauf. War es doch gewesen, oder? Ich glaube schon. Wenn nicht, ist es jetzt eh zu spät. Dann haben wir hier nochmal Auflauf mit rote Pilze und Chili. Die könnten wir auch nochmal machen. Ja, die Pilze machen jetzt hier echt viel aus. Dann haben wir hier nochmal 35 Pilze nach Unterländerart. Reiche Schoki an Grit. Okay, Grit macht es sich jetzt wirklich die letzte Stunde noch gemütlich mit einem Tee und Schokolade. So, jetzt ist die Frage, machen wir rote Eierauflauf oder machen wir hier mit Fisch? Ich würde tatsächlich hier zu Fisch tendieren. Backfisch-Speziale. Und dann könnten wir hier trotzdem noch einen roten Eierauflauf machen. Und Honig-Eiscreme könnten wir auch nochmal machen. Nee, könnten wir nicht. Okay, dann gehen wir jetzt an die Grundrezepte. Tomatenpüree. Paprika soll ich nicht weggeben, wurde gesagt. Tomatenpüree machen wir mal. Und dann haben wir hier noch Essiggurken. Die können wir auch noch mal. Zack. Wahrscheinlich, also ein wenig lohnt es sich auf jeden Fall. Fisch in Soße, auf jeden Fall machen wir. Im Laden kannst du die Preise vergleichen. Der Förster Auflauf bringt mehr als die Unterländerpilze. Ja, aber Förster Auflauf habe ich so viel gemacht, wie ging. Tatsächlich. Aber die Paprika, die restliche Paprika, die wir noch haben, die behalten wir jetzt einfach mal. Die soll ich ja nicht einkochen. Wir gehen jetzt mal zum Laden. Dumm, 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 die dumm. Oh, ich darf neben Jan im Bett liegen. Oh, ist das toll. Dankeschön. Leg dich nieder, lieber Jan. Und falls du einschlummerst, schöne Träume. So, mein Freund. Hallo, willkommen in meinem Laden. So, was bietest du in deinem Laden an? Was bietest du in deinem Laden an? Und dann können wir jetzt mal gucken. Wir bekommen für Försterauflauf 36. Für Auflauf mit rote Pilze 32. Pilze nach Unterländer 33,60. Also Lavisinchen hat schon recht. Und das hatten wir, glaube ich, auch auf der Liste von Dings gesehen, von der Schlange. Die Liste, wo drauf stand, wie viel man bekommt. Am meisten Geld kriegt man für den Försters Auflauf. Eigentlich heißt das gar nicht Försters Auflauf, das heißt Förters Auflauf. Förters. Warum sagt man Förters? Was ist Förters? Ne. Und dann haben wir hier noch Backfisch, dafür kriegen wir 21,60. Für den roten Eierauflauf 18,40. Und dann guckt man sich mal so die Dosenfutter hier an. Da kriegt man ja quasi nichts für. Aber das nehmen wir natürlich mit. Und wir haben noch 307 Pilze übrig.
Fangen wir mal mit dem Förtärs-Auflauf an. Das ist ein Förster im Reichsrand. Loriot. Ah, Loriot, okay. Ja, habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht. So, 2232 Euro nur für den Försterauflauf. Dann haben wir 2720 für den Auflauf mit rote Pilze. Pilze nach Unterländer 1176. Dann haben wir den Backfisch für 216, nochmal 18,40 dazu, nochmal 106, nochmal 737 und nochmal 105. Und dann sind wir ja hier bei Sonstiges und da müssen wir auch nochmal gucken. Da haben wir hier nochmal 200 und da nochmal 800, sind nochmal 1000 drauf. Und dementsprechend sind wir jetzt, haben wir unser Geld verdoppelt von 8.000 auf 16.000. Also kann man nichts sagen. Nicht schlecht, der Specht. Ich frage mich, wann diese Sachen hier mal zum Einsatz kommen. Weil damit verdient man ja nicht wirklich was, ne, mit den anderen Tränken. Wenn man jetzt mal. Okay, hier haben wir die Sonnenblumen verkauft. Ja, diese anderen Tränke, damit verdient man ja quasi wirklich nichts. Ja, dann haben wir jetzt hier noch unser eines Glas Honig. Ich würde ja auch gerne mal hier, guck mal, könnte man ja auch noch mal die Hälfte weggeben. Das wären auch noch mal 54 Euro. Weil ich werde niemals schaffen, so viel Honig zusammenzubekommen, dass ich da eine Eiscreme oder was hinkriege. Aber dann kann man die Erdbeeren auch mal so quasi verkaufen. Also mit 16.000 bin ich schon recht zufrieden. Sind noch keine 90.000. Aber ich glaube, da kann man schon mit was anfangen. Ja, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Genau, das wollten wir tun. Werkzeug, nein, sonstiges. Dann gehen wir da rein. Dann schippen wir hier mal so ein bisschen was weg. Dass wir hier wieder ein paar Blümchen bei unserem Mickey hintun können. Und bei den Bienchen. Das wurde sich ja, wie gesagt, unter dem Videos gewünscht. Aber irgendwie ist die Hitbox hier leicht merkwürdig. Macht nichts. Und wir nehmen natürlich nicht das, was am meisten Geld bringt, sondern ich würde gerne das Saatgut, was ich noch in der Tasche habe, verbrauchen. Das würde ich dann tatsächlich noch gerne verbrauchen wollen. Da hatten wir ja relativ viel gekauft. So, na? Ja, würde ich mal so sagen. Die Hake. Ja, Blümchen, Blümchen für die Bienchen, genau. So der Plan. Normalerweise wissen wir ja, mit Sonnenblumen verdienen wir ja am meisten Geld. Aber das lassen wir jetzt mal außer Acht. Soll ja für die Mickey und die Bienchen auch schön sein, ne? Man muss ja nicht nur auf Geld verdienen trimmen. So. Dann schauen wir mal. Dann wir haben hier noch mal Kosmisamen, Rittersporn, Ringelblume. Ich glaube, von der Ringelblume haben wir am meisten. Die werden wir jetzt mal nehmen. Tatsächlich. Also die Hitboxen sind hier echt enorm, ne? Das ist wirklich merkwürdig.
kriegt der Mickey heute mal Rittersporen. Ich glaube, die gefielen mir, glaube ich, gar nicht so gut. Aber vielleicht gefallen sie ja dem Mickey. Und dem Bienchen. Vor allen Dingen hatten wir ja gelernt, dass wir sehr nass, sehr schön. Vor allen Dingen hatten wir ja gelernt, dass wir jetzt habe ich das vergessen, was ich sagen wollte. Unfassbar. Mitten im Satz. Mitten im Satz. Jetzt weiß ich nicht mehr, ist egal. Finde ich jetzt aber doof, dass ich hier, wollte ich gerade sagen. Da ist ein Stein, das finde ich aber doof. Was ist das denn? Willst du mich ärgern? Ach, Menno. Warum liegen denn hier dauernd Steine jetzt rum? Das irritiert mich. Okay, hier vorne können wir nicht. Das tut mir furchtbar leid. Ich versuche gerade nochmal zu eruieren, was ich gerade von euch erzählen wollte. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ja, Kopf wie Sieb. Bloß nichts mehr reintun. Quillt alles unten wieder raus. So. Wir werden jetzt mal richtig hier in die Vollen gehen mit den Ringeblumen. Ja, da habe ich tatsächlich ein bisschen viel Geld ausgegeben, ne? Als ich das kaufte. Dieses Surren macht mich kirre. Ich muss unserem Mickey noch was Gutes tun. Denke gerade an gestern, an die Aufnahme. Und ich muss unserem Mickey echt noch was Gutes tun. Da habe ich voll das schlechte Gewissen. So. Lach nicht. So. Die sind versorgt, die haben hier alles, das ist alles mit Wasser beschüttet, mehr oder weniger. Dann gucken wir mal, diesen Mickey müssen wir dann auch tatsächlich nochmal glücklich machen. Den Mickey Nummer 2. Mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Der kriegt nur ein Feld. Nein, Scherz. Aber ich habe gerade gesehen, bei so viel Ringelblumen-Samen, die kriegen wir am Lebtag nicht weg, ne? Die kriegen wir ja am Lebtag nicht weg. Di-di-di-di-di-di. Aber schöne Hausarbeit. So,
bei den Blümchen? Es surrt gleich wieder. Verwende das auf passenden Grasboden. Das ist passender Grasboden. Warum ist das denn kein passender Grasboden? Warum ist das da vorne kein passender Grasboden? Ja, das ist ja doof. Wenn ich hier nicht kann und hier bei die beiden kann ich nicht. Das ist ja blöd, oder? Aber lassen wir so. Das ist ja doof, dass er da jetzt nicht... Nee. Ich will das aber. Aber Menschen mit einem Willen kriegen wir so lange, bis sie brüllen. Ein ekeliger Spruch, den ich übernommen habe von meinen Eltern. Und den ich tatsächlich auch schon zu meinen Kindern gesagt habe. Aber da waren sie noch kleiner. Da waren sie noch kleiner. So. Ich habe ja die Hoffnung, dass das wirklich dann auch Auswirkungen hat. Dass jetzt morgen der Patch kommt und der sagt jetzt, wenn man Blumen gepflanzt hat, hat das Auswirkungen auf die Bienen, auf die Honigproduktion. Aber ich habe gehört, ach stimmt, genau deswegen wollte ich auch Blümchen pflanzen. Da gehen, man bekommt dann täglich Sozialpunkte. Habe ich gehört, habe ich gelesen, wie auch immer. Machen wir was für unser Karma. Pflanzen wir ein paar Blümchen. Träum weiter. Ach, Manno, lass mich. Jens, lass mich. Wir brauchen Honig. Wir müssen Geld verdienen. Blümchen sind schön, das stimmt. Ja, bei Farmers Dynasty war es ja so gewesen, dass wenn man da... Ach, Menno. Da hinten wollte ich gar nicht hinpflanzen. Ja, egal. Dann gehen wir tatsächlich noch einen nach hinten, sonst juckt mein Monkauge. Das juckt und zuckt. Bei Farmers Dynasty war es ja so gewesen, dass wir da mehr Honig hatten, wenn ich mich recht entsinne. So, wollen wir hier vorne auch noch? Ach komm schon, wenn schon, denn schon. Ja, so ist es eigentlich, das stimmt. Hake. Ist ja das letzte Gebiet, das ist ja gleich geschafft. Und dann würde ich gerne nochmal mit dem Traktor rausfahren und die letzten Baumstämme einsammeln. Hinten beim Pons und hier vorne beim täglichen Baum. Das wird garantiert auch nochmal eine halbe Fuhre oder so. Dann haben wir das wieder so ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. Einzige, was ich dann heute tatsächlich nicht gemacht habe, ist geangelt. Und ich habe mich wieder clever davor gedrückt, die Trockenkammern leer zu machen und wieder einzulagern. Wobei leer machen ja nicht das Schlimmste ist, aber einzulagern. Da haben wir uns jetzt wieder erfolgreich vorgedrückt in diesem Stream.
So. Ah, guck mal, so langsam kriegen wir sie runter, die Zahl. Wäre schon schön, wenn die sich langsam im zweistelligen Bereich befinden würde. Ja, jetzt dürfen wir aber dann auch nicht vergessen, die immer zu gießen. Wäre ja sonst blöd. Hast ja noch Zeit, kannst ja noch außen einlagern. Nein, habe ich nicht. Liebe Manu, nein. Nein, die sind noch nicht trocken, die Bretter. Die haben im besten Falle haben die jetzt 35 oder so. Im besten Falle. Das heißt, wir müssten noch 3 Ingame-Tage spielen. Und so lange möchtest du heute auch nicht arbeiten, oder? Oder möchtest du noch 3 Stunden Überstunden machen? Dann machen wir ein bisschen länger. Nein, ich muss das ja auch noch fertig kriegen, alles. Wenn man da jetzt mehr rauf macht, wächst da denn noch mehr? Ich mach mal hier noch ein bisschen rauf. Und zwar nur auf diese Ecke. Dann gucken wir mal, ob da mehr wächst. Aber da wird nicht mehr wachsen, denke ich mir.